Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, okay, ich weiß, eigentlich ist es ein Schwangerschafts-Adventskalender für die 24 letzten Wochen der Schwangerschaft. Und, aber es sind 24 Boxen. Und ich habe ein Weihnachtsoutfit an. Und dann ist es für mich irgendwie dann doch ein Adventskalender. Keine Ahnung. Wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen das Schätzelein auszupacken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, ich sag's mal so. Ich weiß, dass viele sich einen solchen Adventskalender oder einen solchen Kalender, Schwangerschaftskalender, tatsächlich auch eben für die Zeit in der Schwangerschaft kaufen als Adventskalenderersatz. Und weil, keine Ahnung, ich bin jetzt in der 28. Woche schwanger. Ich habe eine Kokosnuss von einem Kilo in meinem Bauch drin, während ich das Video tatsächlich drehe. Und ich habe mir halt irgendwie gedacht, das macht irgendwie auch ein bisschen Spaß, das so ein bisschen mit in meine Adventskalenderzeit mit reinzumachen. Und bevor es halt so richtig krass hier ab September losgeht, ne, und die ganzen Marken und Firmen halt raushauen bis zum geht nicht mehr, den kannst du nämlich übers ganze Jahr eigentlich kaufen. Es gibt auch von der Firma die Möglichkeit, einen Adventskalender zu kaufen. Ich wollte den jetzt einfach mal anschauen. Ich habe 149,99 für den Adventskalender ausgegeben. Bei Amazon kann man den kaufen, verlinke ich in der Infobox. Und also im Prinzip geht es dann halt wirklich so als Countdown voran. Es ist alles bei diesem Adventskalender etwas weird. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn ich den mit euch zusammen auspacke. Also man startet bei der Nummer 17, denn hier ist man in der 17. Schwangerschaftswoche. Und das ist ja, ne, Countdown, bla, wie auch immer, noch 24 Wochen. Das Glück ist auf dem Weg. Und der ist tatsächlich jetzt tiefer, als man das jetzt so von hier aus vermuten würde. Aber das Produkt, was drin ist, ist doch etwas kleiner. Okay, also man kann den theoretisch übrigens auch noch weiter verwenden, was ich cool finde. Also das könnte ich jetzt für eine Freundin neu befüllen. Und hier habe ich diese klassischen Karten, die man nehmen kann. Ich finde es ganz schön, wenn man ein Kind bekommt, auch wirklich so ein schönes Fotoalbum macht. Und da gibt es halt solche Karten. Hurra, jetzt bin ich schon ein Jahr alt. Okay, das wird noch ein bisschen dauern, ne? Heute habe ich das erste Mal Papa gesagt. Das ist süß, definitiv. Hurra, ich kann schon stehen. Heute bin ich 8 Monate alt. Jojo, das ist schon niedlich, ne? Mein erstes Lächeln. Cool. Hallo, das bin ich. Ich heiße... Wir haben tatsächlich schon einen Namen für unseren Jungen. Pi. Das sind 13 Karten. Dein Baby hat jetzt ungefähr die Größe einer Birne und wiegt bis zu 200 Gramm in der 18. Schwangerschaftswoche. Oh, das ist aber schwer. Und hier haben wir was von Bellybot-Button drin. Das finde ich toll, das kann ich gut jetzt verwenden. Mama streifenlos, Bodybalsam, reichhaltige Pflege mit Traubenkernöl und Shea-Butter gegen Dehnungsstreifen. Also sowas gönne ich mir wirklich hart aktuell. Sowohl auf den Oberschenkeln als auch auf meinem Bauch, auf meinen Hoopies, ne? Muss das auf jeden Fall sein. Und ich glaube, Bellybutton ist eine Marke, die gar nicht so super teuer ist, ne? Also die wirkt sehr hochwertig, finde ich. Hat jetzt so keinen Duft, was ich hier rausriechen kann, aber die werde ich verwenden und euch dann im Aufgebrauch-Video von berichten können. Hier habe ich jetzt die 19. Schwangerschaftswoche, die sich sehr leicht anfühlt. Du kannst dein Baby wahrscheinlich schon spüren, wie das Platzen einer Seifenblase im Bauch fühlen sich die ersten Tritte an. Oh ja, und mittlerweile fühlen sie sich nicht mehr nur nach kleinen Tritten an. Das ist echt krass, ne? Also du denkst, du kriegst da was Großes, aber naja gut, das ist von Bellybutton. Oh, das ist aber süß. Das sind Söckchen, Leute. Größe 62 bis 68. Voll Frottee-Socke, Monkey Points. Monkey Points ist natürlich für mich jetzt auch richtig, richtig toll, weil ich kriege ja ein Winterbaby. Also unser kleiner Mann wird Mitte November geboren werden. Und ja, das hört sich toll an. Das sind Söckchen. Da sind Äffchen drauf. Schön finde ich auch, dass es Unisex ist. Mag ich gerne leiden. 80% Baumwolle, 17% Polyamid und 3% Elastan. Läuft. Halbzeit, noch 20 Wochen in der 20. Woche tatsächlich. Ja. Ein Schnuller! Wow, also das. Also wenn ich den befülle, Leute, ne, dann sind diese Dinger voll und dann packe ich da auch vielleicht 2, 3 Artikel rein. Vor allem, wenn man bedenkt, du hast hier 149,99 für bezahlt. Das ist nicht wenig. Und gerade in der Zeit, wo man davon ausgeht, dass man auch sehr, sehr viel Geld investiert, ne, weil man ein Kinderzimmer herrichten muss und so weiter, die Erstausstattung sich kaufen muss. Ich bin gespannt, wie wir wehrtechnisch nachher da stehen werden. Lieblingsmensch von Nip, das ist ein Beruhigungssauger, ist natürlich süß, ne? Oh, richtig süß. Ja,
Ich bin gespannt, ob unser Baby einen Schnuller möchte. Ich weiß noch, als ich damals ein Baby war, wollte ich keinen Schnuller haben. Aber später, als ich dann Kleinkind war, fand ich Schnuller total toll und habe die gefühlt allen gemopst. In der 21. Woche steht drauf, Liebe muss blind sein, denn du liebst dein Kind bereits lange, bevor du es sehen kannst. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, mittlerweile habe ich von meinem Kind schon sehr viele Fotos. Und hier habe ich ein Namensbuch, Vorname und ihre Bedeutung. Ach, wie süß. Ich bin sehr gespannt. Was heißt denn Claudia? Das ist so langweilig. Weibliche Form von Claudius. Lateinisch zum altrömischen Geschlecht der Claudia angehörig. Bitte? Zu Latein Claudus. Hinkend lahm. Oh, das ist aber nicht so nett. Schauen wir mal, was die 22. Schwangerschaftswoche zu bieten hat. Dein Baby ist jetzt ungefähr so groß wie eine Aubergine und wiegt schon fast ein halbes Kilo. Ich kann euch nur von Rossmann diese Babywelt-App empfehlen. Oh, das passt, weil da ist ja auch Emil der Esel quasi das Wappentier. Und hier haben wir ein Lätzchen mit einem Esel drauf. Also das finde ich schön, dass es so unisex ist, ne? Ist süß, ne? Kann man nicht anders sagen. Finde ich knuffig, fühlt sich gut an, mag ich gerne leiden. Jetzt habe ich hier die 23. Schwangerschaftswoche und da ist voll süß was abgebildet. Also diese Bildchen hier drauf mag ich gerne, die Sprüche finde ich süß. Das größte Glück ist manchmal ganz klein, safe. Und ja, auch hier haben wir was ganz Kleines drin. Eine Schnullerkette und die ist aus Holz. Also wir machen das bei uns in der Clique so, dass wir uns von den Mädels halt immer so eine Schnullerkette schenken oder halt quasi die Clique schenkt der Gebärenden oder dem Baby halt eine Schnullerkette mit dem Namen drauf. Das ist von Heimes seit 1956, made in Germany, einfach so eine Holzschnullerkette. Aber ich glaube, von diesen Schnullerketten kannst du gar nicht genug haben. Die kannst du gefühlt ja überall irgendwie dran machen, also ans Kind, an den Kinderwagen, an den Buggy, an, keine Ahnung, an den Maxi-Cosi und so, ne? Und dann soll das wohl halten, hoffe ich. In der 24. Woche steht drauf, wenn aus Liebe leben wird, bekommt das Glück einen Namen. Das sind so klassische Sprüche, die kennt man ja auch. Und hier haben wir ein Kirschkernkissen drin. Von Hobea Germany ist das ein richtig süßes, ja, Kirschkernkissen, so ein rundes, ne? Sieht soweit so gut aus. Kann ich mir halt sowohl fürs Baby vorstellen, als auch für mich selber. Ich glaube, bei Kindern nimmst du halt auch gerne Kirschkernkissen, weil die nicht so super heiß werden. Und weil die halt auch nicht auslaufen können wie eine Wärmflasche oder so. Deswegen finde ich das gut. In der 25. Woche, dein Baby ist nun von der Nasenspitze bis zum kleinen Zeh fertig, entwickelt und kann... Und es kann deine Stimme schon sehr gut hören. Das merke ich manchmal tatsächlich. Also Babyboy ist auch immer, wenn ich jetzt am Film bin oder als ich auf der Glow war und so, immer ganz entspannt und ruhig und wartet immer ab, bis Mutti sich hinlegt und pennt. Und dann rastet er immer aus. Tada. Größenunterschiede. Hands-free keyring for busy people. Ach süß. Ach wie süß. Guck mal. Das ist halt so ein... Dann kannst du dir das selber wie so ein Schnuller im Mund stecken. Oh mein Gott, ja, crazy. Ich sehe mich schon mit Schnuller im Mund und Schlüssel durch die Gegend. Oh Gott. Ja, also das ist für mich jetzt so das Teil, was ich jetzt aktuell am unnötigsten empfinden würde. Die 26. Woche. Muttersein ist eine endlose Liebesgeschichte. Definitiv. Das kann ich nur unterschreiben. Und hier haben wir wieder was aus Holz drin. Das ist so ein kleines Spielzeug von Heimes. Also die Marke sagt mir persönlich noch nichts, obwohl ich schon einiges an Dingen hier habe. Ja, und das ist halt so ein buntes Fühlding. Keine Ahnung. Kann man drehen. Ne? Also um die Haptik, glaube ich, anfangs erstmal so ein bisschen zu stärken. Süß! Hier habe ich jetzt die 27. Schwangerschaftswoche. Das wäre quasi letzte Woche für mich gewesen. Dein Herzschlag ist mein wertvollster Besitz. Ja, ja. Das Herz vom Baby hört sich auch ganz schnell an. Ne? Das ist ganz verrückt. Oh mein Gott, ist das süß. Ja, ist das ein Pinguin? Wir müssen aufpassen, dass Sammy diesen Pinguin nicht mobst. Wir haben das von Inware. Okay, ich bin Paul. Er heißt Paul. Der Pinguin hat den Namen Paul. Geil. Feiere ich, super. Und ja, das ist in Handarbeit hergestellt worden, deswegen können da kleine Fehler wahrscheinlich auch sein, aber es fühlt sich richtig süß an, richtig toll. Du hast hier auch irgendwie so Körnchen drin, damit der ein bisschen schwerer ist und von alleine theoretisch sitzen würde. Der ist knuffig. So, hier habe ich jetzt die 28. Schwangerschaftswoche und ihr wisst ja, ich bin in der 28. Woche. Noch 13 Wochen, das dritte und letzte Schwangerschaftstrimester beginnt, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das jetzt so wird, aber eigentlich fühle ich mich aktuell sehr, sehr gut. Krass, dieser
Unterschied. Ich werde es in der Adventskalendersaison immer wieder bemerken. Ne? Das ist so ein Beißring oder Haltering, Ziering, auch wieder von Heimes. Und auch da kann das Baby dann entsprechend dran rumfusseln, fuddeln und man freut sich seines Lebens. Ne? Ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es ist halt so ein Spielding, was für Babys halt echt gut geeignet ist. Und ja, süß. Aus Holz. Die 29. Schwangerschaftswoche ist in Gelb, die Lieblingsfarbe von meiner Mama. Geduld ist das Vertrauen, dass alles kommt, wenn die Zeit reif ist. Geduld und ich sind aber keine Freunde. Es tut mir sehr leid. Hier haben wir so ein Badethermometer von Rea. Ich müsste aber schon ein Badethermometer haben. Das ist aber sehr, sehr süß, weil das eine Schildkröte ist. Schildkröten sind klasse. Wir hatten damals in meinem Elternhaus tatsächlich, oder bei meinem Elternhaus hatten wir einen Teich und da hatten wir auch drei Schildkröten drin. Timo, Dodo und Maximilian. Und ja, süß. Kann man gut gebrauchen. Die 30. Schwangerschaftswoche, es geht richtig hier in den Endspurt. Der Geburtstermin ist das einzige Blind Date, bei dem du sicher sein kannst, die Liebe deines Lebens kennenzulernen. Safe! Safe, Leute, ich sag's euch. Ich freue mich da auch schon drauf, auch wenn ich ein bisschen Schiss davon habe. Ne? Das hier ist so ein Musselintuch, glaube ich, von Bellybutton. Ein Spucktuch, genau. Und das ist so mit süßen kleinen Sternchen drauf. Das sieht doch schon mal so weit so gut aus. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Hätte ich jetzt auch in so einem Adventskalender erwartet, ne? Weil das sind so klassische Produkte, was man als Mutti dann auch gut verwendet. Und so sieht es aus. Ja, ne? Ist hübsch. Und Unisex. Die 31. Woche. Ein Kind kann das ganze Herz ausfüllen, ohne nur ein einziges Wort zu sagen. Ja, das macht es jetzt schon. Definitiv. Das ist eine Kindersicherung für Ladekabel. Wie gut ist das, bitteschön? Bei uns ist überhaupt noch gar nichts kindersicher. Also sowas können wir wirklich gut gebrauchen. Und da kann man das irgendwie reinmachen und keine Ahnung, da muss mein Freund sich damit beschäftigen. Er wird es feiern, weil es ist halt irgendwie Technik, ne? Und ja, ist in Schwarz von Gadgetto. Die 32. Schwangerschaftswoche. Dein Baby ist jetzt ungefähr so groß wie eine Ananas und wiegt schon fast 2 Kilo. Krass, das ist gar nicht mehr lange hin, Leute. Also für mich in 4 Wochen möchte das noch ein Kilo zunehmen. Wow, okay, ja gut, dass jetzt in den letzten 12 Wochen der Bauch nochmal so explodiert, habe ich mir schon gedacht, aber huch. Das ist ein Mützchen. Okay, ja, auch von Bellybutton. Süß. Einfach süß. Wir machen es mal. Und Mützchen sind natürlich wichtig sowieso für Babys, aber halt auch weil Winterbaby, ne? Also da habe ich auch schon allerhand Mützchen und das sieht doch echt cool aus. Ich weiß gar nicht, welche Größe ist das denn? Das scheint mir nämlich jetzt nicht so winzig klein zu sein. 39, okay. Ich finde es cool. Süß. Die 33. Schwangerschaftswoche, noch 8 Wochen. Du bist jetzt im 9. Monat schwanger. Heidenei, Heidenei. Und da habe ich so einen Waschlappen drin. Oh nein, ist der süß. Auch von Wörner Südfrottee, Eselhellgrau. Stehe ich drauf. Wirklich. Also, das ist so ein Ding. Das kann man einfach nur feiern. Und damit kann man dann das Baby waschen. Und ja, ich heule hier gleich. Also süß. Richtig, richtig süß. Aber das soll der Kalender ja auch machen, ne? Dass quasi die Muttis das auspacken und sich denken, oh mein Gott, Milcheinschuss. Puff, puff. Die Nummer 34, Glück kann man nicht kaufen, Glück wird geboren. Safe und wieder was aus Holz mit dabei. Ja, 100% dieses FSC-Holz ist doch auch nett von Inwear. Das ist, oh nein, wie süß. Guck mal. Ich dachte erst so, das ist so ein Ring auch wieder, dass es eine Doppelung wäre, aber nein. Das ist auch so ein kleines Spielzeug und das ist ein Wurm oder eine Raupe. Das ist süß. Guck mal, wie die guckt. Ja, hier ist jetzt die 35. Woche. Noch 6 Wochen, jetzt beginnt dein Mutterschutz. Ist für Selbstständige jetzt leider nicht der Fall, aber ist nicht schlimm. Ich habe das selber ausgesucht und finde es auch gut so. Und hier habe ich drin, was ist das? Von Rea Clip and Go Hook Kinderwagenhaken. Okay, die kann man da wohl irgendwie dran machen. Ermöglicht die einfache Befestigung von Wickel- und Handtaschen oder Einkaufstüten. Ach, guck, das muss mein Freund dran machen, ne? Ja, den Kinderwagen haben wir ja von meiner Stiefschwester bekommen. Und das ist natürlich total cool, ne? Dann kann man nämlich seine Taschen, kann man, ist super. Also das ist praktisch. Ui, die Nummer 36 ist sehr schwer. Vergiss neben der intensiven Vorbereitung auf Geburt und Baby nicht dir selbst noch etwas Gutes zu tun und die Zeit zu genießen. Das ist
so wichtig, ne? Das habe ich auch von so vielen schon gehört. Auch hier haben wir was von Belly Button wieder mit drin. Finde ich schön, dass hier auch wieder Mama-Pflege bei ist. Mama-Wohlfühlzeit, Duschlotion 2 in 1, reichhaltige Pflege mit Mandelöl und Traubenkernöl. Bodylotion-Effekt riecht unfassbar, jetzt schon gut, ne? Und da freue ich mich auch drauf, das zu verwenden. Oh, das riecht sehr angenehm. Mag ich gerne leiden. Hier habe ich die 37. Woche mit Entchen und Wölkchen. Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen man wartet. Ja, und gerade die erste Schwangerschaft fühlt sich ja an, als würde es irgendwie ewig dauern. Mein erstes Tierbuch, Baby Pixie, süß von Carlsen. Okay, kostet normalerweise 2,99 Euro, steht hier hinten drauf. Unkaputtbar, wasserfest, reißfest, schadstoffgeprüft. Aha, okay, und da sind dann die ganzen Tiere drin. Da kann man dann mit dem Kind das durchgehen, mit dem Baby das durchgehen. Ach, süß, ne? In der 38. Schwangerschaftswoche befinden wir uns ja quasi, wenn es ein Adventskalender wäre, in der Weihnachtswoche schon längst. Dein Baby hat wahrscheinlich bereits die Geburtsposition eingenommen und wäre jetzt kein Frühchen mehr. Ach krass, erst in der 38. Woche. Okay, das ist natürlich heftig, das wusste ich nicht. Okay, das fühlt sich auch schon wieder schöner. Oh mein Gott, es passt. Das ist so ein Schnuffeltuch mit Hund. Ich stehe auf alles, was Babysachen mit Hund sind. Ich sag's euch. Auch wieder von Involino. Nee, Quatsch, wieso wieder? Ne? Wir hatten noch nichts von Involino, glaube ich. Richtig niedlich, Leute. Richtig niedlich. Es ist ein Hund. Man kann ihn aufhängen. Er hat Händchen oder vielmehr sind es seine Pfötchen. Ne? Und dann hat man hier auch noch so ein Ding, dass man das irgendwo per Klett dran befestigen könnte und so, dass wenn das Baby das halt in dem Buggy oder im Kinderwagen hat, dass es nicht rausfällt. Ist schon süß. Ist schon süß. Ist wirklich sehr süß. Die 39. Woche, wahlweise der Tag vor Heiligabend, Endspurt, die vorletzte Woche beginnt. Jausen! Ich glaube, dann kann ich mich kaum noch bewegen. Oh ja, das ist so ein Erstlings-Finger-Zahnbürsten-Gedönsen von Professional Rea wieder. Silikon-Finger-Zahnbürste mit Aufbewahrungsbox. Ich kenne sowas von meinem Hund. Fördert die Durchblutung, auch zur Kiefermassage geeignet. Also wenn die halt noch keine Zähne haben oder wenn die Zahn, dass man da so ein bisschen Liebe geben kann. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache. Ja, braucht man sicherlich. Hier ist die 40. Woche, also der absolute Endspurt oder auch, wenn man da andere Zahlen draufkleben würde, Heiligabend. Das Wunder des Lebens begreifen heißt es selber in den Händen zu halten. Ich bin so gespannt, den kleinen Mann auch endlich richtig kennenzulernen, weil man hat ja schon Kommunikation miteinander, ne? Weil er tritt mich und ich streichel in meinen Bauchi und das kriegt er mit. Und er sieht ja auch, dass dann quasi Lichtunterschiede sind. Der hört meine Stimme, der hört die Stimme von seinem Papa. Und es ist schon krass, wirklich krass zu bemerken, dass da ein Baby im Bauch ist. Andererseits ist es manchmal dieses Gefühl von, oh mein Gott, da ist ein Alien drin. Ist so. Aber man genießt es halt schon irgendwie, ne? So, und hier habe ich jetzt das letzte Produkt und das musste natürlich ein Body sein, ist klar. Da kann man auch, wie meine Freundinnen mir gesagt haben, nie genug von haben, weil die eh gefühlt alle ständig gleichzeitig in der Wäsche sein werden. Und das ist von Belly Button. Ja, einfach so ein ganz schlichter weißer Body, wo wir hier auch wieder so ein Sternchen drauf haben. Das heißt, hier ist der Kreis dann auch schon wieder geschlossen, ne? Dass man dann auch dieses Design drauf hat. Größentechnisch sind wir bei der Größe 62. Das dürfte eigentlich auch eine ganz gute Größe sein. Habe ich jetzt alles raus? Ich glaube schon. Also, wir brauchen jetzt ein Fazit zu diesem coolen Ding. Also, zuallererst finde ich, dass das ein schönes Produkt ist, wo wirklich brauchbare Dinge drin enthalten sind. Die Qualität der Sachen, die ich daraus gezogen habe, hat sich auch gut angefühlt, sodass ich sagen muss, es ist ein gutes Produkt, was man sich anschauen könnte. Ob die Produkte, die jetzt auf meinem Tisch liegen, 150 Tacken wert sind, wage ich irgendwie zu bezweifeln, weil man kriegt sie doch garantiert irgendwie auch mal ein bisschen günstiger und so. Natürlich haben wir hier auch eine angeblich recht hohe Qualität in den Sachen drin, handarbeitsgefertigte Produkte und so weiter. Ich persönlich würde aber tatsächlich eher dazu raten, einen solchen Schwangerschafts-Adventskalender selber zu basteln oder
sowas halt irgendwie zu nehmen und dann neu zu befüllen, wie auch immer, dass man da halt irgendwie gefühlt zweimal was von hat. Ihr wisst, was ich meine. Man kann sich das jetzt, auch dieses Video zum Beispiel, einfach als Guideline nehmen, wenn ich einen Schwangerschafts-Adventskalender verschenken möchte, welche Produkte könnte ich rein theoretisch reinpacken und sich die dann in einem etwas günstigeren Preissegment vielleicht in der Drogerie oder so mal zu holen. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde nicht, dass er 150 Euro wert ist, ganz einfach. Also für mich persönlich, er ist super süß gemacht. Er ist vollkommen darauf aus, dass die Mädels, also mich eingeschlossen natürlich, ne, einen halben Schreikrampf jedes Mal kriegen, wenn die dann ein Kläppchen auspacken dürfen, eine Box auspacken dürfen und gleichzeitig halt einen Milcheinschuss bekommen. Natürlich. Und dass man halt auch schon so ein bisschen mental darauf eingestellt wird, sich auf das Kind vorzubereiten. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte in der Schwangerschaft, weil nicht jede Schwangerschaft verläuft so wie meine. Und da kommt es echt manchmal ganz gut, wenn man da irgendwie mindestens einmal pro Woche so ein kleines bisschen Liebe bekommt. Und das anhand so einer Box ist halt auch irgendwo unbezahlbar. Also kann man vielleicht seiner Frau damit was Gutes tun, wenn sie halt gerade echt eine blöde Zeit hat. Und wenn man das Geld halt über hat. Oder wenn man kreativ ist als Mann oder als Freundin, sowas halt selber zu basteln. Also die Idee dahinter, bombastisch. Richtig, richtig cool. Toll gemacht. Entweder als Schwangerschafts-Adventskalender oder auch als, also als Schwangerschafts- Countdown oder auch als Adventskalender gedacht, je nachdem, wie man das gerne gestalten möchte. Ich finde, wie gesagt, 150 Euro für die Produkte, die ich bekommen habe, echt ein Klopper. Wirklich, ne? Und das war es jetzt auch hier von mir und dem Schwangerschaftskalender, Schwangerschafts-Countdown. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein, wie ihr den so fandet, wie ihr so mein Feedback oder Fazit nachvollziehen könnt oder eben nicht. Falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, ja komm, Adventskalender-Unboxings. Hier unten mache ich mal die Playlist von meiner Schwangerschaft mit rein, dann könnt ihr auch mal vorbeischauen. Hier findest du meinen neuen Upload und wenn du möchtest, kannst du hier oben mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!